nimmt ja gar kein Ende. Oh, da muss wohl jemand etwas kompensieren. Sollte das gerade witzig sein? Das ist schlecht. Sogar, entschuldige meine Offenheit, dumm, Herrin. Wovor hast du solche Angst? Sieht aus wie ein weiterer Möchtegern-Dämonen-Eroberer. Nicht Möchtegern. Ganz be... Ruhig, werte Dame. Stahl und Peitsche sind nicht nötig. Noch ein Dämon mit rätselhafter Absicht. Kennst du Wulgrim? Ich glaube, ihr zwei würdet euch verstehen. Nein, werte Dame. Wulgrim handelt mit Abfall. Abraxis handelt mit Stil. Ich sehe alt mir mein Ruf voraus. Das tut er. Jemand will deinen Tod. Ach, der soll sich hinten anstellen. Die Zaghaften beneiden stets die Starken. Ist es nicht so, Beobachterin? Sehr schön, aber der Fürst des Abgrunds hält dich für einen Wichtigtuer. Du hast den Verräter gesehen? Wo? Spielt keine Rolle. Was zählt, ist, dass er deinen Tod will. Und ich will wissen, wieso. Du bist eine kluge Frau. Das merkt selbst ein Halblinder. Darum will ich dir die Wahrheit sagen. Das wird das Heim eines sehr, sehr bedeutenden Dämons sein. Jemand, der diesen Krieg ein für allemal gewinnen wird. Und ich werde ihm zur Seite stehen. Dem Verräter gefällt das nicht. Er fürchtet Veränderungen. Ein bekanntes Übel ist das kleinere. Und was ist mit dem Verräter? Was will der Fürst des Abgrunds? Manchmal gewinnen die Vögel, manchmal die Fledermäuse. Ausgewogenheit. Doch der Verräter will mehr. Der falsche Fürst will ein falscher Gott sein. Er will diesen Planeten aushöhlen, wie er Seelen aushöhlt. Das ist sein Werden. Er hat dich auf mich gehetzt. Er weiß, wenn mein Fürst erst einmal Amt ist, wird Abraxis den Verräter finden und ihm für seine Taten die Eingeweide herausreißen. Es obliegt der Dame, die Ordnung zu wahren. Der Fürst des Abgrunds glaubt, er sei die Ordnung. Wenn die Dame sich treu bleibt, muss sie den Verräter töten. Bald, bevor er sich erhebt. Aber wenn du mich überraschen willst, bitte mach weiter. Ich habe ein Imperium zu errichten. Bist wohl ein sehr redegewandter Dämon, was? Der Beste. Dann wird deine Zunge eine schöne Trophäe abgeben. Nur zu. Für alle Dinge. Verzeih, wenn ich dich erschlage.
Du stehst auf der falschen Seite der Geschichte. Liebe. Ich nicht liebe. Herrin, das wäre ein günstiger Augenblick, um zu gehen. Viel Glück mit eurem Turm, Dämonen. Betet, dass ich nicht wiederkommen muss. Sei gegrüßt. Bitte, lass dir Zeit. Willkommen, Reiter, zu unserer letzten Begegnung. Herrin, warte! Antworte! Sofort! Bist du hier, um mich zu töten? Du solltest es wissen. Du hast es prophezeit. Ja, das habe ich. Und wenn es je eine Zeit gab, mich zu erschlagen, dann jetzt, vor meinem Wirken. Und was passiert jetzt, Reiter? Abraxas sagte, du wolltest die Erde aushöhlen, dass du mich benutzt hast, um die nötige Macht dazu zu erlangen. Ein Dämon, der die Wahrheit sagt. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Aber das hat Abraxas nicht. Lass hören. Vor langer Zeit gehörte ich dem feurigen Rat an. Lügner! Ist es so schwer zu glauben, dass ich einst ein Mitglied war? Ich war eine Macht des Gleichgewichts und glaubte an die Arbeit des Rats. Doch nach Äonen wurde ich entrechtet. Ihre dürftigen Lippenbekenntnisse hinsichtlich des Konzepts der Erhaltung des Gleichgewichts wurden viel zu dogmatisch. Rasch richteten sie ihr Augenmerk darauf, die Kräfte von Himmel und Hölle zu kontrollieren. Doch dabei ließen sie die Menschheit außer Acht. Die Menschheit? Das sind... haarlose Affen, ja. Spielzeuge der Engel und Dämonen. Die vergessene Gattung. Doch sie waren zu so viel mehr bestimmt. Die Menschen waren immer dazu auserkoren, das Gleichgewicht des Universums zu verkörpern. Sie wurden erschaffen, um sich weiterzuentwickeln. Du schmeichelst ihnen. Nein. Ich fürchte sie bloß nicht so, wie andere es tun. Der apokalyptische Mord an ihnen diente dazu, ihre Bestimmung zu verschleiern. Jemand will verhindern, dass die Menschheit ihr volles Potenzial erreicht. Und dazu diente dieser verfrühte Krieg. Und der Rat? Hat es zugelassen und nein, ich kann es nicht beweisen. Ich bin schon lange aus ihren Reihen verbannt, doch ich habe die Tuscheleien gehört und die Zeichen erkannt. Also habe ich mich vorbereitet.
meine Seelensammlung. Von Engeln, Dämonen, Menschen. Damit will ich der Menschheit vor Augen führen, wie ihr voll entwickeltes Potenzial aussehen würde. Meine letzte Buße für meine lebenslange Mitschuld. Ich verstehe es nicht. Ich bin das Gefäß. Du, der Wächter. Wie ich bei unserer Begegnung sagte, um Gleichgewicht zu erhalten und die Welt vor Himmel und Hölle zu retten, musst du eine Seite wählen. Ich habe meine gewählt. Und zwar dich, Fury. Und was wählst du? Ich wähle das Leben. Ein gutes Gefühl, wieder eine Bestimmung zu haben. Nicht wahr? Mein Werden. Gebracht? Er war verrückt. So verrückt wie der Rest. Willst du mir sonst noch etwas erzählen, Herrin? Ja. Ich habe die Nase voll von größenwahnsinnigen Dämonen.